Bing. Neotier. Guten Hallo vor allen Dingen. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halo Infinite. So, ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hin müssen. Mission fortsetzen. Okay. Ich glaube, wir müssen hier rein. Glaube ich. Ja, dann mach mal, hau mal ab, mein Freund. Wir werden da mal schauen, wo wir langkommen. Wow. Wir nähern uns dem Ursprung des UNSC-Signals. Quelle. Unklar. Auf den Verbandenkanälen herrscht zu viel Betrieb. Ich höre oft vom Turm. Wahrscheinlich das Hauptgebäude, das wir beim Anflug gesehen haben. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen, aber das sieht ganz gut aus hier, glaube ich. Dann wollen wir mal gucken. Okay, wir müssen da runter irgendwie. Schauen Sie da unten. Wir nähern uns dem Vorposten, den wir entdeckt haben. Erledigen Sie diese Monster. Oh, nein, fuck. Terminal. Dann zeige ich Ihnen, was ich kann. Können wir nichts looten? Ne, hier können wir nichts looten. Ich bin bereit. Bin immer bereit. Er ist verletzt, glaube ich. Hä? Wieso haben die mich denn gesehen? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich werde dich im Dreck begraben, Spock. Okay. Wo geht's auch? Ja. Ich glaube, das war's. Sie machen kurzen Prozess, was? Weiter im Text. Regeln wir Vorposten Golf ab. Ich glaube, das war's. Thank you.
wir mal. Ja, ich hatte recht. Ich muss nur mit diesem verbannten Sicherheitsprotokoll plaudern. Und mit plaudern meine ich aus dem Weg schaffen, weil es wirklich nicht sehr smart ist und... Na also, damit hätten wir einen zweiten Vorposten. Waren Sie das? Bestätigt. Und jetzt? Wollen Sie das UNSC wieder aufbauen? Stück für Stück? Seine Entscheidung. Ich versuche nur zu helfen. Wo wir davon sprechen. Jeder Vorposten ist mit dem Kampfnetzwerk verbunden. Und wenn ich das tue, können wir herausfinden, was die Verbanden planen. Zum Beispiel ist hier drüben eine Art Verbanden-Außenposten. Funktion? Unklar, aber es ist gut gesichert. Also lohnt es sich, ihn zu besuchen. Und hochzujagen. Und hier ist jemand, den ich als wertvoll für die Verbanden einstufe. Und zwar sehr. Notiert. Seine Akte ist aufschlussreich. Sie ist in der Datenbank hinterlegt, falls Sie selbst mal reinschauen möchten. Sie verfolgen auch UNSC-Transponder. Lager, die wertvolle Ausrüstung und Informationen enthalten. Oh nein. Anscheinend versuchen mehrere UNSC-Trupps zu überleben. Sie brauchen Hilfe, Chief. Okay. Das heißt für uns also, wir sollen dahin oder... Ja, komm, machen wir mal. Ja, komm. Sind Sie bereit, Chief? Was denken Sie? Ich sagte doch schon, die Chancen stehen nicht gut. Für Sie. Dann finden wir raus, was dieses Signal ist. Und Buslieferung unterwegs zu Ihrer LZ, Chief. Wuhuhu. Ja, da müssen wir hin, ne? Eieiei. Ach, man kann auch mit der Maus steuern. Ah, okay. Wir nähern uns dem Außenposten, von dem wir beim Vorposten erfahren haben. Sieht aus wie eine Art Verwertungsanlage. Wie ist der Plan? Schalt es ab. Okay. Ich glaube, hier sind so ein paar. Okay. Irgendwo da oben ist der. Weißt du nicht wo? Dann lass mal gucken, ob wir hier irgendwo lang kommen. Ich befürchte eher weniger. Die Verbanden schützen ihre Silos mit allen Mitteln. Eindeutig. Und was wollen sie deswegen tun? Sie enttäuschen. Sehr schön. Sie müssen die Silos erst manuell anheben. Die Silos erst manuell anheben? Wo ist noch einer? War hier gerade nicht nur irgendwo einer? Okay, da kommen wir nicht rein. Da! Da unten. Okay. Die Menschen wagen es, unsere... Jedes Treibstoffsilo hat einen Überbrückungsschalter. Da hinten ist noch einer.
Oh, fuck. Okay. Ich glaube, er ist da drin. Bezahlung. Wo sind denn hier noch welche? Okay, da kommen wir nicht rein. Ja? Meinst du? Das ist doch das hier, oder nicht? Ja, das ist das. Okay, da ist auch noch was. Wie kommen wir denn da hoch? Okay, ein bisschen vorsichtig sein. Was haben wir denn hier? Es war nicht die Allianz, die endlich dieses Versprechen erfüllte. Es waren Atriox und seine Verwandten. Er machte die ersten kühnen Schritte auf einem Weg, der dem Propheten verwehrt war. So wurde Atriox Traum verwirklicht. Okay, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das auch mal. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier weitermachen. Ich habe nämlich gerade überhaupt keine Ahnung. Wie geht's jetzt weiter? Okay, nice. Effekten Silo 1 erkannt. Ach, da hinten. Gott. Also hier lang. Hier ist noch ein Silo. Ja, hier ist noch ein Silo. Sie wissen, was zu tun ist. Ja. Wow, wer schießt denn da? Tschüss. Das andere Silo war doch hier hinten irgendwo, ne?
oder? Das ist noch nicht explodiert. Geht doch. Nix. Hier ist nichts los. Alles gut. Leichte technische Schwierigkeiten. Dämon! Okay. Okay. Schalten Sie das Silo aus. Kann man das nur mit denen machen? Scheiße. Komm schon. Es geht auch mit der, okay. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Wir haben Gesellschaft, Chief. Also, noch mehr. Anscheinend verschrotten und reparieren die Verbanden hier Fahrzeuge. Nicht mehr lange. Markiere Reparaturdocks. Auf geht's. Ah! Sehen Sie das? Eine M808 Scorpion. Und in ziemlich gutem Zustand. Könnte nützlich sein, wenn Sie sowas mögen. Oh, das tue ich. Musa! Meinst du? Huch. Huch. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Wir sind auch noch nicht durch, glaube ich. Nein, wir sind noch nicht durch.
Irgendwas müssen wir hier machen. Ich weiß noch nicht was. Okay. Das, okay. Zerlegen UNSC-Gerät für die Reparatur von Grabungsmaschinen? Graben die Verbanden nach irgendwas? Ich auch nicht. Hier ist noch einer. Wo ist er? Da war er. Okay. Komm aber nicht rein. Bruder Rock, zwei vielversprechende Schlüsselpositionen für die Ausgrabungen entdeckt. Schon bald können wir graben, doch wir müssen wachsam bleiben. Unter der Oberfläche dieser Ringe lauern unnatürliche Abwehrvorrichtungen. Lass deine Truppen sämtliche zurückgelassenen Maschinen der Menschen bergen. Wir werden Ersatzteile brauchen. Schwierige Tage stehen bevor. Gute Jagd, Bruder Rock. Wenn all dies vorbei ist, werde ich dir erzählen, wie ich meine Zeit auf der großen Gießerei überlebt habe. So, und wie sollen wir da jetzt reinkommen? Das ist ja toll, aber... Weiß ich, können wir das kaputt machen? Ja, können wir. Das tat ein bisschen Aua. So, wo ist das Ding? Hier? Ja, hier. Die Rantion-Feste ist offiziell offline. Geschafft, Chief. Sie waren gut. Ja, wo? Wo denn? Zeig dich doch mal. Hallo? Jetzt gehört uns das Ding hier, ne? Oder? Gehört uns das jetzt oder gehört uns das jetzt nicht? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es echt nicht. Rein theoretisch müsste uns das ja jetzt gehören hier, ne? Muss mal gucken, ob wir irgendwo noch was finden, um Muni aufzunehmen. Ich glaube, aber hier ist nichts mehr so wirklich. Der ist MD. MD. Komm, nehmen wir die mal mit. Er ist MD. Schadi, schadi.
Hier war doch auch einer, oder? Da, aber der ist auch empty. Och, komm schon. Sei doch nicht so. Okay. Naja, besser als nix. Dafür haben wir die noch. Ja. Kann man jetzt hier irgendwie... Kann man da Schnellreise hinmachen? Wie macht man da Schnellreise hin? Ja, Schnellreise. Dann würde ich nämlich dahin reisen. Und die Folge beenden. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Ja, so machen wir es. So mock wie dat. Boah, der lädt und lädt und lädt. Wisst ihr was, ihr Lieben? Also, Okay. Wo waren wir denn? Da wollte ich doch hin. Terminus Außenposten, ja. Dann lass uns dahin reisen. Okay, dann können wir also nur zu denen dann. Okay, so ihr Lieben, aber jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne Däumchen hoch, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen, aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Halo Infinite wieder. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Adieu und tschüss.